Schütteln, streichen, tadellos, denn wir schreiben Ordnung groß. Latinum mit viel Bedacht, ja, so wird dein Bett gemacht. Schütteln, streichen, ganz adrett, so macht man sich schön sein Bett. Sie noch mit viel Bedacht, so wird das. Hey, ich sing nicht mehr. Sie können aufhören mit dem Ding. Es gibt ein Laufband dafür. Ich bevorzuge die offene Strecke. Da. Schreiben Sie da Gefühlsbefragung. Was? Ich habe Gefühlsbefragung verstanden. Richtig, ist für Mallory. Ein detailliertes Tagebuch über alles, was uns beschäftigt. Ist der Sinn von dem Ganzen hier? Zum Beispiel, wenn wir uns aufregen, dass wir nicht schlafen können. Mach mal ein Buch, wenn wir nicht schlafen können. Wir dann sogar noch länger bleiben. Nein, das schreiben Sie nicht auf. Das ist nicht aufgebracht. Das trifft zu, wenn dir das Flugzeug unterm Arsch weggeschossen wird. Oder wenn eine sogenannte intelligente Bombe nicht den Panzer, sondern den Reisebus trifft. Dann ist man aufgebracht. Ich gehe so weit und sage, keiner von Ihnen war in seinem Leben jemals schon richtig aufgebracht. Nochmal. Wer hat das Rohr in den Weg gelegt? Ist das Ding gebrochen? Nein. Auftreten geht noch. Nicht Ihr Fuß, mein Didgeridoo. Hören Sie auf zu reden wie ein Baby, Sie sind ein erwachsener Mann. Das war mein einziger persönlicher Gegenstand. Jetzt habe ich nichts mehr. Tja, womöglich wäre das alles nicht passiert, wenn Sie wüssten, wie man seine Umgebung sauber hält. Sie sollten wissen, dass Kreativität und Unordnung oft Hand in Hand gehen. Dann Hut ab, meine Tochter und Sie, beide wirklich sehr kreativ. Pizzas für Erin Nerd? Bin ich beim falschen Haus? Hey, geben Sie einfach her. Oh. 20 Pizzas sind ganz schön viele Pizzas. Ja, okay, cool. Danke. Fall Schlagsahne. Was sagst du? Mehr, Daddy. Oh, mehr. Alles klar. Okay, dann kriegst du noch ein bisschen mehr. Und wie ist es jetzt? Mehr, Daddy. Diese Antwort habe ich nicht erwartet. Bitteschön. Mehr, Daddy. Na schön. Stöhnen gehört. Ja, Daddy wird dir mehr Sahne geben. Immer wieder. Der Kerl ist irgendwie unangenehm. Ich weiß nicht, wie ich die nächsten Tage überstehen soll. Testperson 4 sollte die Dynamik eigentlich ausgleichen, aber in Wirklichkeit destabilisiert er sie. Anstatt eines soliden, vielseitigen Quadrats wurde daraus ein Dreieck der Ablehnung gegen ihn. Sein Blutdruck steigt weiter an. Sein Stuhlgang ist inzwischen ausgesprochen unbeständig geworden. Verdammt. Ein ganzes Leben, erfüllt von militärischer Idiotie, hat ihm eingeschärft, Emotionen vollständig zu verdrängen und zu unterdrücken. Wer weiß, was sich da innerlich alles angestaut hat? So wie es aussieht, Sir, hauptsächlich Kartoffelpüree. Oh. Ja, die würde ich tragen. Ja, wie die in The Greatest Showman. Okay.